Martin, komm. Martin, aufstehen. Wie spät ist es denn? 7 Uhr. Was? Schon so spät? Ja. Martin, ich wünsche dir alles Gute zum Namenstag. Danke. Danke, Mami. So wie er haben viele andere, die Martin heißen, am 11. November Namenstag. Sein Namenspatron ist der heilige Martin, einst Bischof von Tours, einer Stadt in Frankreich. Er wird fast immer zusammen mit einem Bettler oder mit einer Gans dargestellt. Wie in vielen Städten, Märkten und Gemeinden wird auch hier, in einem kleinen Dorf, das Martinsfest gefeiert. Endlich ist der Martinstag gekommen. Bei einbrechender Dunkelheit versammeln sich die Kinder des Ortes mit ihren Eltern zum Laternenzug vor dem Pfarrhaus. Der Schein einer Kerze hat schon seit alters her Licht ins Dunkel gebracht. Kinder waren es, die als erste vor Hunderten von Jahren am Niederrhein mit einer Laterne am Martinstag von Haus zu Haus zogen, um Gaben zu erbitten. In Bayern wurde dieser Brauch nach dem Zweiten Weltkrieg von Kindergärten und Schulen übernommen. Jemand. Mir scheint, die wird hier bald erfrieren. Gott dürftig sind die Fetzen, die ihr am Leibe trägt. Was geht er uns an? Er fragt nach uns, wenn wir in Kampf fallen, der Kleidung nachzuschließen, ein Tor wird ihm ein Nichts nutzt. Habt ihr Moment! Helft mir in meiner Not! Komm hier! Das selbstlose Teilen, das uns der heilige Martin bereits vor Jahrhunderten gezeigt hat, haben diese Kinder heute nachvollzogen. Sollten wir es ihnen nicht gleich tun? Gut hast du es gemacht, Martin. Nun gehen sie nach Hause, wo nach altem Brauch der Gänsebraten auf sie wartet. Aber sie gehen mit der Botschaft des heiligen Martin und tragen das Licht nicht mehr nur in den Händen, sondern auch in den Herzen.